Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Es ist einiges passiert. Jin wurde jetzt gefangen genommen. Er soll, glaube ich, auch hingerichtet werden und für seine Taten büßen, denn sein Onkel Shimura kann ja nicht so wirklich sehen, dass er gegen diesen Samurai-Kodex verstoßen hat. Er ist ja, wie wir wissen, der Geist von Tsushima. Und wir müssen jetzt versuchen zu fliehen. Dank Kenji ist das natürlich jetzt auch möglich. So, mal gucken, wie komme ich am besten hier raus? Hier können wir wahrscheinlich nicht raus. Da draußen sind auch irgendwelche Wachen. Entkomme aus Burg Shimura, okay. Hier geht's nicht zum Tor. Oh, okay, danke für die Info, Jin. Führt mich der leitende Wind irgendwo hin? Okay, da führt er mich hin. Ich muss bestimmt da hoch. Ich habe gehört, dass er heute Abend eine Rede vor dem Hauptgebäude hält. Bin ich sicher? Wir haben ja, wie gesagt, auch jegliche Ausrüstung verloren. Das ist kein Mensch. Wie, das ist kein Mensch? Meinen die uns? Hier oben können wir uns nicht lang schleichen. Das scheint auch der richtige Weg zu sein. Ohoho. Da wurde ich fast gesehen. Aber von wem? Von denen da hinten? Okay, dann schleichen wir uns hier durch. Schnell durch hier. Können wir überhaupt jemanden jetzt quasi töten? Wir haben ja keine Katana und wir haben auch keine Dolche. Sehe ich hier irgendwelche Feinde? Ja, okay, die sehe ich, aber die sind weiter weg. Da müssen wir durch. Sora. Fürst Sakai ist geflohen. Sucht überall. Findet ihn. Ach du Scheiße, jetzt sind sie in Alarmbereitschaft. Hier muss ich rüber. Dass sie uns nicht sehen, ja? Wenn wir hier oben so lang laufen. Hat ihn jemand gesehen? Vielleicht ist er nach Nord. Ihr beiden, sattelt auf. Der Rest von euch ans Tor. So ist gut. Schön ruhig bleiben. Wir müssen bestimmt mit Sora jetzt fliehen. Wie komme ich am besten an mein Pferdchen? Ruhig. Ich bin's. Wir müssen nach Kin. Yuna wartet auf uns. Ich konnte dich nicht mehr schützen. Thank you.
Oh nein, der arme Sora. Das tut mir echt leid. Ja, aber wir haben unsere Ausrüstung immer noch nicht wieder. Wo sind wir denn? Präfektur Kin. Naja, gut. Ich weiß nicht, können wir hier noch für Sora vielleicht beten oder so? Ich meine, Jin hatten ja schon begraben. Aber mehr können wir, glaube ich, nicht tun. Ist wirklich schade, dass unser Pferdchen jetzt dabei ums Leben gekommen ist. Mongolen. Yuna. Sind wir jetzt schon da, wo Yuna ist, ja? Sie haben alles verbrannt. Yuna kann noch am Leben sein. Kenji sagte, Yuna wäre beim heiligen Baum. Keine Waffen. Ich muss mich versteckt halten. Okay, erreiche den heiligen Baum, ohne gesehen zu werden. Vorräte oder dergleichen werden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht mitnehmen können. Da hinten ist schon mal einer von den Mongolen, den habe ich schon gesehen. Und ich muss mich jetzt hier durchschleichen. Verdammt, wie mache ich das am besten? Ich schleiche mich mal hier rüber. Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich finde ich Yuna bald. Ich frage mich gerade, wo ist jetzt hier der heilige Baum? Das da hinten könnte eventuell der heilige Baum sein. Aber ich kann mich doch hier nicht rüberschleichen. Die sehen mich doch da hinten. Dort vorne läuft auch einer mit einer Fackel. Und er kommt jetzt auch hier rüber. Ich muss mich ja bedeckt halten und das mache ich am besten auch, wenn ich hier in diesem Gestrüpp bleibe. Ich wette, wenn ich entdeckt werde, ja, dann sind wir echt am Arsch. Der leitende Wind führt mich, glaube ich, auch nach dort vorne, genau. Aber die sehen mich doch. Ich schleiche mich mal hier durch. Hier habe ich zwar nicht so viel Deckung wie in diesem Gestrüpp, aber... Ah, verdammt, okay. Da hat mich jemand gesehen. Ah ja, das war der hier vorne. Oh mein Gott, da war auch jemand. Na toll, hier können wir noch was mitnehmen. Ich verlasse doch 100 Pro gleich wieder das Geschichtengebiet. Aber da ist der Baum, da muss ich hin. So weit, so gut, würde ich sagen. Bin relativ gut durchgekommen. Hier muss Yuna sein. Nein. Yuna ist nicht hier. Doch diese Menschen. Sie waren bestimmt Opfer der Mongolen. Na toll. Wir müssen mal wieder Spuren suchen. Naja, gut, dann machen wir das. Hier kann ich auch was untersuchen. Blut. Doch keine Wunden. Naja, aber hier führen ja Spuren weiter. Und wie gesagt, auch diese Blutspur. Ihm läuft Blut aus dem Mund. Riecht nach Wolfswurz. Mongolen wissen, wie man mein Gift macht. Jetzt setzen sie es gegen uns ein. Mugos, Barkenik! Ach du Scheiße.
Sie haben mich vergiftet. Ich kann sie im Sturm abschütteln. Bist du dir da sicher, Jin? Die haben jetzt vergiftete Pfeile. Bist du das? Zum Glück bist du wieder wach. Ganz deiner Meinung. Die Mongolen haben mein eigenes Gift benutzt. Woher haben sie es? Ich weiß es nicht. Aber sie können es jetzt selbst herstellen. Sie haben es wohl an den Leuten von Qin getestet. Bevor die Stadt verbrannte, sah ich Familien, die in Blutlachen lagen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Khotun Khan töten. Seine Armee ist jetzt in einer Festung an der Küste, in Izumi. Wir brauchen ein Sammellager in der Nähe. Ich schaue, was ich finde. Deine Sachen sind in der Truhe. Triff mich am Aussichtsturm, wenn du bereit bist. Soweit, so gut. Aber wie hat Yuna die Sachen von Jin hierher bekommen? Wir wurden ja gefangen genommen. Und eigentlich waren die Sachen, glaube ich, auch da in der Burg Shimura. Naja gut, hinterfragen war das jetzt nicht. Hauptsache, wir haben unsere Ausrüstung wieder. Ich muss Yuna finden. Okay, dann machen wir das. Wir haben ja immer noch die Sakai-Clan-Rüstung an. Ich hatte sie ja auch in der letzten Folge dann schwarz gefärbt. Finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Wir sammeln hier erstmal ein, was wir hier alles so mitnehmen können und dann geht's natürlich weiter. Wie sieht das Gebiet jetzt hier auf der Karte aus? Ja, wie wir sehen, sehen wir nichts, aber wir haben hier noch einiges, was wir dann halt auch aufdecken können. Hier waren wir eben, das war das mit dem heiligen Baum. Alles klar. Weiter zurück werden wir wahrscheinlich nicht mehr können, aber das interessiert ja auch gar nicht. Wir haben jegliche Nebenquesten in allen Gebieten, in denen wir vorher waren, natürlich abgeschlossen. Ich habe auch alles aufgedeckt, was ich hätte aufdecken können. Und jetzt können wir uns, wie gesagt, in dem neuen Gebiet gründlich umschauen. Nur leider haben wir Sora nicht mehr. Ich weiß gar nicht... Kriegen wir ein neues Pferd oder müssen wir uns dann immer andere Pferde nehmen? Na, das wird sich noch heraufstellen. Hier ist auf jeden Fall ein weiterer Sashimono-Banner. 35 von 80 haben wir insgesamt schon. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Nach da vorne. Okay. Was waren das? Ah, Vorräte. Ich schaue mich hier drin nochmal um. Aber auch hier werden wahrscheinlich nur Vorräte rumliegen. Da war noch eine Schwarzpulverbombe, genau. Es kommt mir so vor, als würden wir gar nichts haben. Keine Böller, keine Schwarzpulverbomben und auch wahrscheinlich keine Haftbomben, Pfeile, Kunais, ja, wir haben gar nichts. Da ist ein besserer Ausblick. Da oben? Klettere hinauf und sieh hinüber zum Berg. Okay, mach ich. Ein Versteck. Irgendwo beim Berg. Die Yogaku-Pagode. Geschützt, verteidigungsfähig
und in unmittelbarer Nähe zur Festung des Khans. Da wäre nur ein Problem. Die Mongolen besetzen sie. Das lässt sich beheben. Auf zu den Pferden. Aber ist es so gut, jetzt in unmittelbarer Nähe zu der Festung von dem Khan zu sein? Ich weiß nicht. Haben wir da oben noch irgendwie was? Nee. Yuna, wo müssen wir hin? Ach, da vorne. Erreiche die Stelle, alles klar. Ja gut, dann kriegen wir ja ein neues Pferd. Was ist mit deinem Pferd? Auf der Flucht schossen die Wachen auf uns. Sie töteten Zora. Tut mir leid. Dann müssen diese hier halten. Vorerst. Ja, vorerst, genau. Der arme Zora. Wir reiten jetzt bestimmt dahin, was wir uns da angeschaut haben. Sind diese Menschen aus Kin? Ich weiß nicht. Die Mongolen brannten viele Städte nieder. Hätten wir nur ihre Armee verfolgt, statt einander zu bekämpfen. Wieso hast du dich deinem Onkel ergeben? Hätte ich das nicht getan, hätten meine Gefolgsleute die Samurai angegriffen. Und Fürst Shimura. Es wäre ein Massaker geworden, so wie der Khan es wollte. Dein Onkel hat ihm in die Hände gespielt. Er war in die Enge getrieben. Von den Mongolen, mir, seiner Pflicht gegenüber dem Shogun. Dieser Krieg ist nur zu gewinnen, wenn wir zusammenstehen. Shimura ist ein Narr, sich gegen dich zu wenden. Für ihn war ich wie ein Sohn. Ich habe seinen Traum zerstört. Indem du das Richtige tatest. Recht zu haben macht nicht immer alles besser. Sag das denen, die du gerettet hast. Wenn wir den Khan töten und die Mongolen verjagen, besteht die Chance, dass dein Onkel dir vergibt? Ich brauche Fürst Shimuras Vergebung nicht. Bedauerst du nicht, wie es jetzt ist? Was auch geschieht, seine Vergebung ändert nicht, wer ich bin. Er glaubt, ich hätte dich verdorben. Ich traf meine eigene Wahl. Es hat mich viel gekostet, doch ich würde es wieder tun. Selbst wenn der Shogun mich als Verräter brandmarkt. Ich sehe das auf jeden Fall genauso wie Jin. Und hätte diese Wahl auch nicht anders getroffen. Wir sind fast am Yogaku-Tempel. Es gibt ein Fischerdorf am See. Von dort könnten wir das Tempelgelände ausspähen. Lass die Pferde hier, wir gehen zu Fuß. Aber ich muss eins sagen, da wir jetzt auch in einer neuen Location sind, das hat auf jeden Fall was. Diese ganze eisige Schneelandschaft ist mal was komplett anderes als wie der mehr oder weniger südliche Teil der Insel, wo wir ja vorher waren. Der Wald hier ist sehr dicht. Gute Deckung. Für uns und für die Mongolen. Der sicherste Weg zum Tempel ist vielleicht durch offenes Gelände. Oder eingefrorenen See. Ja gut, ihr beiden habt da Schlittschuhe dabei. Wir können auch hier rüber gleiten. Yogaku-Tempelsee, okay. Da hinten sind auf jeden Fall Mongolen. Darf ich mich denen stellen, Yuna? Oder müssen wir das hier klammheimlich machen? Würdest du uns das eventuell gleich sagen? Wir können hier erstmal was ausspähen. Sie haben Gefangene. Sie werden erfrieren. Wir befreien sie, säubern das Fischerdorf, dann erobern wir den Tempel. Ja, das ist ein guter Plan. Eine Signalkanone. Um den Tempel vor Angriffen zu warnen. Nähere dich dem Eisfischerlager. Ah ja, okay. Das machen wir. Da ich ja auch meine Ausrüstung wieder habe, kann ich mich ja jetzt wieder Konfrontationen stellen. Kann ich die auch herausfordern? Oder muss ich das heimlich machen? Der Dicke da oben ist auf jeden Fall auf Patrouille. Und die Jungs, ja, die hätte ich mir hier ganz gerne mit einem Kettenattentat geschnappt. Wahrscheinlich kann ich das gleich auch machen. Da fange ich dann aber mit dem Dicken hier mal an. Ja, das waren drei auf einen Streich. Bitte was? Naja, egal. Schnell ins Zelt rein, da ist es warm.
Ich bin immer noch auf der Suche nach Artefakten und Aufzeichnungen. So viele habe ich davon noch gar nicht gefunden. Yuna ist jetzt auch stets an meiner Seite. Komm mal mit, Yuna. Wir schauen uns hier vorne um. Rauchbomben kann ich nicht mitnehmen, aber Schwarzpulverbomben... Ich weiß gar nicht, haben wir noch komplett unsere Ressourcen? Da oben 12.969. Okay, haben wir noch. Können wir jetzt hier auch Gefangene befreien? Wir haben ja gesehen, dass sie da Leute gefangen gehalten hatten. Aber hier vorne in den Käfigen, da scheinen keine zu sein. Artefakte der Mongolen, jawohl. Das Mongolenreich nutzte Angst und Schrecken als Waffe, um seine Feinde einzuschüchtern und zu demoralisieren, und zwar mit großem Erfolg. Besonders Bestrafungen konnten unfassbar grausame Formen annehmen. Ein Beispiel dafür ist die Einmauerung, bei der ein Gefangener über einen längeren Zeitraum in einen engen Raum gesperrt wird. Oft wird ihm auch Essen und Wasser verweigert, bis er irgendwann stirbt. Das ist also ein sogenannter Gefangenensarg. Ah ja, die Mongolen. Wir haben ja nun schon ein paar Artefakte von diesen Idioten gefunden gehabt, aber das mit dem Sarg, ja, das ist natürlich so eine Art Foltermethode gewesen. Hier kann ich zwar Käfige zerstören. Ja, Jin. Ja, wie gesagt, hier können wir zwar Käfige zerstören, aber hier sind halt keine Gefangenen. Aber halt ein paar Ressourcen. Schrecklich. So, dann schlagen wir uns mal weiter durch. In das Haus, wenn ich da rein kann, muss ich auch noch rein. Aber zuerst gehen wir noch hier rein. Oh, Moment, da war noch was. Ah, Schwarzpulverbombe. Ja gut, die haben wir. Ah, hier muss ich aufpassen. Ich hätte den einen gerade töten können mit einem Attentat. Aber da drin sind bestimmt noch weitere Mongolen. Die hier würde ich ganz gerne mit einem Attentat noch töten. Kann ich das eventuell? Ja, Jin, was war das? Ah, okay. Tja, da hast du mal gepflegt deinen Kumpel angezündet, du Vollidiot. Schnell da rein, sonst töten sie die Geiseln. Na, so schnell konnte ich jetzt nicht ausweichen drücken. Dicker, für dich brauche ich die Mondkampfhaltung. Verdammt, jetzt haben sie Verstärkung gerufen. Oh nein! Verdammt, der tötet die Geiseln damit. Haben wir alle erledigt, Yuna? Wo ist denn da noch einer? Ah ja, hier oben, wa? Freund der Sonne, was machst du da? Ja, was das hier eben mit dem Attentat sollte, weiß ich nicht. Jin hat irgendwen getroffen, aber halt nicht den Gegner. Auf jeden Fall sah es komisch aus. Naja, ist ja auch egal. Jetzt können wir die Menschen hier befreien. Wir arbeiten uns hier zu Tode. Ihr seid jetzt frei. Das waren alle hier. Der Tempel ist besser geschützt. Ein Ansturm wäre unklug. Sehen wir uns das mal genauer an. Ja, ja, wir schauen uns das gleich mal an. Nach da oben brauche ich ja nicht. Hoffe ich auf jeden Fall, dass ich da nicht hin brauche. Nee, da scheint es wahrscheinlich nichts zu geben. Da muss ich hin. Yuna ist da auch schon. Aber ich wollte ja eigentlich noch in das Haus hier hinein. Aber wir scheinen jetzt hier alle ausgeschaltet zu haben. Dann können wir, glaube ich, auch gleich die
Signalraketen hier zünden oder sind die nur im Notfall notwendig? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall erstmal zu Yuna. Mehr können wir hier auch gar nicht mehr untersuchen. Da ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Das können wir gerne machen, Jin, aber das machen wir dann, glaube ich, auch erst, wenn wir da drüben sind, oder? Es sei denn, die Mongolen greifen uns an, dann kann ich da drauf schießen. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Plan. Also spielt die Signalrakete doch eine Rolle. Pfeile sind voll. Ich heile mich mal schnell hoch. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Ich sollte zurück zur Juni. Na, wenn die das nicht checken, weiß ich auch nicht. Es funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Erledigen wir sie. Ich muss die auch alle erwischen, wenn es geht. Oder so viel wie möglich. Oh verdammt, ich brenne! Ja, was soll denn das? Oh, muss das ausgerechnet jetzt sein mit dem Brennen? Ey, das darf ja echt nicht wahr sein. Na toll, jetzt habe ich das nicht hinbekommen mit diesen blöden Sprengfässern. Tut mir leid, Yuna. Oh, Yuna, ich hoffe, du hältst durch. Wow. Oh, ich habe ja noch ein paar Kunais. Oh, Yuna, warte. Du hast da ein paar Mongolen im Rücken. Aber nur ein paar. Ich muss unbedingt Entschlossenheit aufladen. Was ist das für einer? Ein Schildträger, okay. Verdammt, das konnte ich jetzt nicht abblocken. Da konnte ich nur ausweichen. Ich hoffe, Yuna kommt klar. Scheiß auf dein Dojo. Obwohl, die Bogenschützen muss ich nicht vor. Yuna, halt die Stellung. Verdammt, warum hat das nicht hingehauen mit diesen blöden Sprengfässern? Ich habe da drauf geschossen. Da hätte ich wahrscheinlich eine Brandpfeile machen müssen, oder? Wenn das erwähnt wurde, habe ich das wieder mal nicht mitbekommen. Tut mir leid. Uah. Yuna. Wo ist denn Yuna? Naja, ich weiß, du bist total ein Fan von mir. Verfolgt mich. Yuna schlägt sich mit den Typen da drin. Oh. Okay, ich brenne auch mal wieder. Ah, Yuna. Lief doch bis jetzt ganz gut, auch wenn wir diese Sprengfässer da halt nicht erwischt haben. Ich helfe dir mal. Die Bastarde sind erledigt. Auf zur Pagode. Auch wenn es anders lief wie geplant, kann ich den nicht von seinem Leid erlösen? Geht irgendwie nicht, warum auch immer. Naja gut, dann rennen wir übers Eis. Aber wir können es ja mal aus der Sicht betrachten, aufgrund dessen, dass ich das natürlich nicht hinbekommen habe mit diesen Sprengpfeilen. Wir können jetzt hier locker rüberrennen. Und das soll dann unser Unterschlupf werden, ja? Na gut. Der Yugaku-Tempel. Wir müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten ein. Echt, ja? Was für ein Wasserfall? Ach, der da hinten. Okay. Hab ich gesehen. Hab ich zwar nicht auf Anhieb gesehen, aber lieber spät als nie. Finden wir hier noch was? Außer Vorräte. Entschuldigung, Yuna. Ja. Gut, hier gibt es nichts. Es sei denn, wir können da hoch.
Aber scheint nicht so. Da war noch Bambus. Da müssen wir hin. In den anderen Tempel kann ich gar nicht rein, wa? Da war die Tür verschlossen. Da muss ich hin? Ah, okay. Oh, ich fordere die mal heraus. Ich hoffe, das war jetzt keine schlechte Idee. Hey, der hat ja sogar eine Maske. Meine Güte, haut ja schnell zu. Die kümmern sich wieder um Geiseln. Und mit kümmern meine ich, die wollen die Geiseln töten. Das letzte Mal, Freundchen. Den hinter mir habe ich nicht gesehen. Gegner sind in der Nähe. Das habe ich gesehen. Das haben wir alle gesehen. Oh, verdammt. Ich habe aber ausweichen gedrückt. Keine Ahnung, warum das nicht ging gerade. Eben ging es da auch. Oh, aufpassen. Das ist auch ein Mongole hier. Wo ist Yuna eigentlich? Ach du Scheiße, das ist, glaube ich, ein Anführer, wa? Nein, der will auch wieder zu Geißeln rennen. Aufpassen. Ich muss mich echt heilen. Auch wenn ich vergiftet bin. Das ist neu. Habe ich die richtige Kampfhaltung drin? Das ist heftig mit den vergifteten Pfeilen. Ach du Scheiße. Komm schon, Jin. Ich kann mich ja nicht heilen. Hab ja nicht so wirklich Entschlossenheit dafür. Wow. So zu kämpfen ist aber auch heftig. Ich nehme andauernd Schaden. Na, verdammt, okay. Ich muss mich erstmal um die Bogenschützen kümmern. Yuna, tut mir leid. Dass es so scheiße gelaufen ist. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich räume mich erstmal zu dem hier, sonst vergiftet er mich weiter. Ja, okay. Das war's dann jetzt. Verdammte Axt. Ja gut, das war nicht so eine tolle Idee, gebe ich zu. Aber selbst wenn ich die Herausforderung bestanden hätte, ja, wir hätten uns ja trotzdem diesen Bogenschützen stellen müssen, aber dass die jetzt mit vergifteten Pfeilen ankommen, das ist neu. Und das ist auch echt heftig. Da muss ich mich dann auch öfter heilen. So, jetzt bin ich hier bei diesem eingefrorenen Wasserfall, wo ich ja auch hin sollte. Was soll ich jetzt hier machen? Muss ich hier irgendwie rum? Wie wär's denn mit einem Hinweis, Yuna? Den Kriegsherrn und seine Wachen muss ich besiegen. Ja, gegen den Kriegsherrn, ja. Gegen den habe ich ja gerade gekämpft, aber es sah ja nicht so gut aus. War das nicht immer so, dass wenn wir die beobachten, dass ich dann auch irgendwas bekomme? Der Kriegsherr ist direkt hier vorne. Den könnte ich theoretisch mit einem Attentat töten. Und hätte somit dann auch wahrscheinlich gleich die Geistkampfhaltung voll. Ich probiere das mal aus. Aber andere dürfen mich halt nicht sehen, ja? Jawohl, da fliegt sein Kopf. Geistkampfhaltung ist voll. Erstmal muss ich die Dicken hier ausschalten. Und dann kümmere ich mich um die anderen. Auf jeden Fall erstmal die Dicken hier fertig machen. Verdammt, die Geiseln. Verdammt, sie dürfen nicht die Geiseln töten. Aber ich muss aber wirklich aufpassen, nicht von den Pfeilen wieder getroffen zu werden. So oft kann ich mich nämlich nicht heilen. So, erstmal die Bogenschützen fertig machen. Die haben ja von der Skinny gebrochen. Genau, schön das Bein weggetreten.
Das lief jetzt ganz gut. Einer ist nur noch am Start. Oder sind hier doch noch mehr? Ah ja, da ist noch ein Bogenschütze. Habe ich gar nicht gesehen. Brauchst gar nicht wegrennen. Was ist das denn ernst schön? Da kommst du nicht runter? Okay, jetzt können wir die Geiseln retten. Was haben wir hier? Okay, das waren Vorräte. Ach so, das waren Geschenke, Alter. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das scheint dann wahrscheinlich doch hier ein neuer Rückzugsort dann zu werden. Ah, hier liegen ja eine Menge Vorräte rum. Na gut, helfen wir erstmal diesen Menschen. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Hey. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto Nashimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. Auf jeden Fall auch für Sora. Naja, gut. Jetzt ist hier bestimmt auch ein Händler. Und wir haben einen weiteren Technikpunkt verdient. Oh, sogar noch einen. Jetzt haben wir schon drei. Damit kann ich doch bestimmt was Tolles machen. Aufzeichnungen wurden auch aktualisiert. Der gute Mann, der hier neben uns steht, der hat auch eine Quest. Jin, hier drüben. Echt, ja? Wo? Ach so, du hast die Hauptquest. Na, warte mal, Yuna. Da möchte ich noch nicht hin und die Hauptquest machen. Des Wächters finsterer Blick, geschaffen für zornige Wächter von Tsushima. Das ist eine neue Maske. Aber ich bin ja nicht so der Fan von solchen Masken. Ja, bei Geistsachen haben wir alles voll, bei Kampfhaltungen haben wir alles voll. Das hier wird sich automatisch denn freischalten, denke ich mal. Also können wir uns jetzt endlich mal um die Erkundungssachen hier kümmern. Auf jeden Fall das mit den Bambusständen möchte ich haben. Die Talismane sind mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Die Schwertkits auch nicht so wirklich. Die heißen Quellen hingegen schon. Naja, gut, okay. Machen wir das noch mit den Gegenständen. Wie funktioniert denn das denn? Sehe ich jetzt hier automatisch auf der Karte was, oder? Wie funktioniert das jetzt? Wenn ich den Wind mache? Ja, das geht im Moment gar nicht so wirklich mit dem Wind. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das geht wahrscheinlich nur in dem Lager hier nicht. Da unten ist noch ein Fallensteller. Da hinten ist der Rüstungsschmied. Hier ist der normale Händler. Da hinten ist die Bogenmacherin. Der gute Mann hier hat, wie gesagt, noch eine Quest für uns. Mein Herr. Ja, hallo. Warte mal, ich wollte mich vor dir auch nochmal verbeugen. Kann ich das? Wie mache ich das? Ah, verdammt. Ja, tolle Nummer. Jin, hast voll in die falsche Richtung geguckt. Na, jetzt brauchen wir das auch nicht mehr bringen. Ja, danke. Nur leider brauchen wir den jetzt nicht verbessern. Also es tut mir leid, dass du jetzt diesbezüglich keine Aufgabe hast. Was ist hier drin? Ach, da sind Leute drin. Ach, guck mal an. Ja, stimmt. Wir wollten ja die Rüstung noch verbessern, die wir bekommen haben. Das ist ja die Geistrüstung. Etwas für jede Art von Rüstung. Wäre toll, wenn es so wäre.
verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken, um 40%. Es gibt nichts Stärkeres. Bis jetzt noch nicht. Ich glaube, wir können sowieso alles verbessern. Viel besserer Schutz. Ja, genau, das war die Geistrüstung. Wir haben noch andere Rüstungen, die habe ich auch noch gar nicht aufgewertet. Und wir tragen ja im Moment, glaube ich, auch die Samurai-Clan-Rüstung. Ja, genau. Nur halt nicht in dem Style, wie es da angezeigt wurde. Ich habe die Schulterplatten weggelassen und natürlich auch den Helm. Bis bald. Ah, wir tragen jetzt auch schon die Geistrüstung, kann das sein? Ja, ich glaube, das ist die Geistrüstung. Ich muss die Werte mir nochmal anschauen. Ja, wir werden jetzt halt nicht so schnell gesehen. Die Anzahl der Kills für die Geistkampfhaltung wird natürlich auch reduziert. Und Kills haben eine Chance von 30%, einen nahen Gegner zu verängstigen. Ist natürlich auch ganz nice. Ich persönlich fand ja immer die hier richtig gut, die Sakai-Clan-Rüstung. Das ist ja auch die, die wir davor, glaube ich, anhatten. Und die ist natürlich auch ganz geil. Das verringert natürlich viel Schaden, erhöht Gesundheit und wenn wir Schaden erleiden, bekommen wir auch Entschlossenheit. Ist natürlich auch sehr von Vorteil im Kampf, wenn wir dann Schaden erleiden und uns fehlt Entschlossenheit. Und die hatte ich ja davor, genau. Also eben noch, bevor wir die Rüstung halt aufgewertet haben, hatte ich halt die Sakai-Clan-Rüstung. Nehme ich die jetzt wieder rein oder probiere ich dann doch mal die Geistrüstung aus? Ja, warum sollten wir das nicht machen, ne? Aber das geht ja nur auf diese Geistkampfhaltung und Gegner verängstigen und halt nicht gesehen werden. Nee, dann bleibe ich lieber bei meiner Rüstung. Damit mache ich auch mehr Schaden. Wie sagt man immer so schön, never change a winning team. Lassen wir erstmal alles wie es ist. Und da ist auch ein Vögelchen, vielleicht führt der mich gar so auch zu einem Bambusstand. Mal schauen. Irgendwo ist er hingeflogen. Ach, da fliegt er ja. Wo führst du mich hin? Was ist das? Tengai, wahre Meisterschaft beginnt, wo das eigene Ego endet. Was ist das denn? Echt jetzt? Das ist ja ein Papierkorb, den wir auf dem Kopf tragen. Ja, damit machen wir total viel Eindruck. Das werde ich niemals ausrüsten. Ach ja, Vögelchen. Da kann man, glaube ich, auch sagen, der Vogel besitzt ein wenig Humor, ja? Wenn er uns zu so einem Scheiß führt. Aber sehen wir jetzt auf der Karte noch andere Dinge? Nee, das müssen wir nach und nach freischalten. Das Gebiet ist auch noch relativ groß. Mühle von Sago. Izumi. Hier ist Kin-Heiligtum und wir sind jetzt, wo sind wir? Wie heißt die Stadt nochmal? Yogaku-Tempel, oh ja. Ah, der Händler hat 6 neue Aussehensobjekte für uns. Da schaue ich doch gleich mal vorbei. Normalerweise ist das auch immer so gestaltet, dass sich in der Nähe von so einer Siedlung eigentlich meistens auch ein Bambusstand befindet. Helft mir, mein Herr! Jojo, das machen wir bald. Darf ich euch helfen, mein Herr? Naja, mal gucken, was du hier so Tolles hast. Auf jeden Fall erstmal bei Rüstungsfarben gucken. Ach so, das sind ja wieder nur die bestimmten Farben für die bestimmten Rüstungen. Hier haben wir ja alles. Damit bin ich auch eine ganze Weile rumgerannt, auch in dieser Farbe. Fand ich ganz cool.
Tadayoris Rüstung, ja, alleine schon wegen dem Hut, kommt das für mich nicht in Frage. Die Kensei-Rüstung, die war ja, glaube ich, von, ja, wie hieß er nochmal? Dieser eine Typ, wo wir die Duelle machen mussten, ich weiß es jetzt nicht mehr. Diese Rüstung habe ich auch noch nicht ausprobiert, ja, haben mir die Werte auch nicht so gefallen. Hier haben wir die Ronin-Kleidung. Ja, dieser Kai-Clan-Rüstung. Okay, hier kaufen wir mal die Farbe. Eine Ehre, euren Kampf zu unterstützen. Aber ich kann mich mit der Farbe nicht wirklich anfreunden. Beim Bogen haben wir da auch was Neues. Oha! Da haben wir einiges. Möget ihr damit den Sieg erringen. Wollen wir es hoffen. Ich kaufe mir alle Farben. Ich hoffe, damit ist euch gedient. Ja, ja, klar. Edler Kranich. Was haben wir bei Hüte? Okay, wir können uns neue Stirnbänder holen. Das Rote hat mir eigentlich gefallen. Aber wir können ja eigentlich theoretisch komplett in Schwarz bleiben. Aber wenn wir das jetzt so halt tragen mit dem roten Kurzbogen, ergibt das auch einen guten Kontrast. Möget ihr damit den Sieg erringen. Ich kaufe mir mal alle Sturmbänder. Eine Ehre, euren Kampf zu unterstützen. Die Hüte, oh mein Gott, die sind aber teuer. Flicken, Strohhut. Naja. Wir sehen uns wieder. Ja, mit Sicherheit. Eure Siege geben uns Hoffnung. Ich kann ja da vorne nochmal rausrennen. Oh, das ist Vögelchen. Eben war er doch noch da. Ja, da ist er. Mal gucken. Vielleicht führt er mich ja jetzt zu einem Bambusstand. Ich folge ihm mal noch. Wie gesagt, das war sonst immer ein Bambusstand in der Nähe. Aber da hinten ist auf jeden Fall eine Säule der Ehre. Vielleicht finden wir ja noch ein cooles Schwertkit. Was haben wir denn hier? Inselhüter für Krieger, die alles für ihre Heimat opfern. Naja. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber wir haben es auf jeden Fall. Naja gut, dann rennen wir erstmal wieder zurück. Wir könnten theoretisch jetzt die Hauptgeschichte weiterführen. Dazu müssten wir natürlich auch mit Yuna sprechen. Oder wir machen eine Nebenaufgabe. Die hat sich ja auch noch angeboten. Und in den nächsten Folgen, ja, da werden wir natürlich das Gebiet erkundigen. Und ich werde das natürlich auch so beibehalten wie in den letzten Folgen zuvor auch. Wir werden alles aufdecken, alle Nebenaufgaben machen und sowas alles halt. Hallo, gute Dame. Ich bitte die Kami, über euch zu wachen. Ja, mache ich. Darf ich jetzt mal bitte so mich verneigen? Euer Jawohl. Respekt bedeutet mir viel, mein Herr. Ja, mir auch. Dankeschön. Sehr nett. Ja, das ist jetzt wirklich hier unser neuer Zufluchtsort und somit natürlich auch neuer Schnellreisepunkt. Leider haben wir kein eigenes Pferd mehr. Hier ist auch noch ein Legendenerzähler. Okay. Ja, ist schon schade um den guten alten Sora. Er hat uns ja so viele Folgen, so viele treue Dienste geleistet. Ja, Yuna, ich weiß, dass du da stehst. Hier vorne können wir auch noch mit jemandem reden. Entsetzliche Dinge geschehen auf den Straßen von Sago, mein Herr. Die Mongolen kontrollieren die Menschen gern durch Angst. Das hier war aber mehr. Ich sah sie einen Mann an einem Baum aufhängen, vor den Augen seines Vaters. Ich höre noch die Schreie des Vaters. Ich finde sie, bevor sie noch mehr anrichten. Karte aktualisiert. Echt, ja? Aha. Das hat auch noch eine neue Quest aufgedeckt.
Da ist noch ein unentdeckter Ort. Ah, das ist ja ganz schön weit weg. Aber gut, ja, so fängt es an. Stück für Stück müssen wir wieder alles aufdecken und erkundigen. Haben wir hier noch Aufzeichnungen? Nee, scheint es nicht zu geben. Warum zum Teufel habe ich denn bitte schön den Langbogen drin? Ich wollte doch den... Ach Quatsch, den Kurzbogen. Jetzt habe ich wieder den Langbogen. Lass ich das jetzt in dem Style? Geht eigentlich. Oh ja. Wir vertrauen auf euch, mein Herr. Das ist toll. Jawohl. Eure Klinge flink sein. Ganz genau. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Reicht erstmal für diese Folge, obwohl der Vogel fliegt halt auch wieder rum. Nee. Darum kümmern wir uns ein andermal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, was wir noch alles finden werden und was für Nebengeschichten und Nebenschauplätze sich noch auftun werden, dann müsst ihr auch die nächsten Folgen natürlich euch anschauen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Ghost of Tsushima. Ihr seid ein Samurai. Gebunden an unseren Kodex. Wir leben, kämpfen und sterben ehrenvoll. Weicht ihr von dem Pfad ab? Was wird aus euch werden? Ein Sturm zieht auf. Jin! Jin! Na los, Jin!